Und weiter geht es mit Phoenix Wright Dual Destinies. Mr. Filch gibt nun seine Aussage hin und wir würden gerne unser Armband benutzen. Möglich ist das aber nicht, dank Blackfields kleinem gefiederten Freund. Der würde uns nämlich die Augen auspicken und ja, das ist kacke. Also machen wir es auf die altmodische Art und Weise. Kreuzverhör, die Bewachung des Foyers. Moment mal. Mr. Filch, warum hat der älteste QB Sie des Wachdienstes beauftragt? Natürlich, weil er mir vertraut. Ich bin der Hausmeister des Anwesens schließlich. Also haben Sie den Wachdienst ernsthaft angenommen? Ich möchte dir Ihnen etwas über mich erzählen. Ich... Tanuki? Jetzt... Achso, das war ja dieser Hund da. Jetzt hören Sie mal hier, kleiner Tanuki. Kommen Sie direkt zum Punkt und das ganz schnell. Ich mag den Falken. Der Falke sieht echt geil aus. Auch wenn ich es nicht mag, dass er mir die Augen auspicken würde, wenn ich meine Kraft einsetzen will. Das Gericht möchte hören, was Sie gesehen haben und was Sie nicht gesehen haben im Foyer. Und das ganz schnell, ja? Und nichts anderes. Ja, natürlich, Sir. Sofort, Sir. Blackwell hat ihn komplett unter seinem Daumen. Wie ich gesagt habe, an diesem Tag habe ich den Foyer-Eingang bewacht. Moment mal. Also niemand konnte zu ihm. Klingt so, als wäre die Sicherheit ziemlich hoch gewesen. Das liegt daran, dass es immer wieder solche Diebe gibt während der Festivalzeit. Die Lösung dazu war, die Sicherheit des Anwesens einem Dieb anzuvertrauen? Das ist nicht mal lustig. Vielleicht ist ja die beste Möglichkeit, Diebe zu stoppen, einen anzuschaffen. Schließlich ist es ein Vorteil, die anderen zu kennen. Ich weiß nicht. Hört sich eher an, als würde man den Fuchs den Hennenstall oder Huhnstall bewachen. Also der Zeuge sagt aus, dass er diesen Wachdienst ernsthaft durchgeführt hat. Ja, Sir, eure Ehrenhaftigkeit, Sir. Moment mal. Haben Sie wirklich Ihr Auge auf das Foyer gerichtet, die ganze Zeit? Armer kleiner Filchi. Arbeitet schon das ganze Leben so hart. Nur um dann angegriffen zu werden von einem kleinen Greenhorn mit seinem super tollen Anzug und dummen Haarschnitt. Sorry, Mr. Blackwell, Sir. Ich wollte nicht vom Thema abkommen hier. Wow, Blackwell hat nicht nochmal irgendetwas gesagt. Um Ihre Antwort zu beantworten, ja, ich habe ein Auge, nein, beide, als Tatsache auf dem Foyer gerichtet. Moment mal. Können Sie dem Gericht bitte schreiben, was Sie als verdächtig ansehen würden? Oh Gott. Also in letzter Zeit, da kriege ich echt viele Fremdwörter hier, das ist echt unglaublich. Also alles, was so zappelig und so schattenhaft ist, ja, Sie wissen schon, irgendetwas, was aussieht, als wollte er was klauen.
Er hat sich gerade selber beschrieben. Ich frage mich, warum Mr. Filch Tenmataro nicht gesehen hat. Vielleicht hat Jinxi nur geglaubt, Tenmataro gesehen zu haben, oder? Vielleicht lügt Mr. Filch. Und wenn er lügt, dann sollten wir in der Lage sein, einen Widerspruch in seiner Aussage zu finden. Und ich glaube, ich weiß auch, wo dieser Widerspruch liegt. Er behauptet also die ganze Zeit, dass er im Foyer geschaut hat. Und ich überlege gerade. Also dieses ganze Zapplige da, das könnte vielleicht sein Tick sein, sein offensichtlicher Tick. Dass mit der Aussage irgendetwas nicht stimmt, das müssen wir weiter beobachten. Aber ich habe das Vermutung, wenn er hier so rumzappelt, dann ist in dieser Aussage irgendetwas komisch. Und zwar möchte ich gerne präsentieren. Wo haben wir es denn? Genau, das TV-Programm. Einspruch! Lügen Sie das Gericht so nicht an, Mr. Filch. Hey! Es ist nicht hier nett, so mit jemandem umzugehen. Unglücklicherweise für Sie habe ich Beweise, die beweisen... Ich habe Beweise, die beweisen, dass Sie lügen. So, Megasatz. Wenn Sie sich dieses TV-Programm anschauen, dann werden Sie sehen, dass zum Zeitpunkt des, der Tat... dass ein Pro-Wrestling-Kampf angesetzt wurde. Etwas, was sie nicht verpassen würden. Ah! Ich habe das nicht gesehen. Überhaupt nicht. Ich habe meinen Job gemacht, so wie ich es tun sollte. Dieser Typ weiß einfach nicht, wann er aufgeben muss. Mr. Filch, jemand hat es sogar eingekreist. Das waren nicht Sie, oder? Nicht nur das, Sie haben mir sogar gesagt, dass Sie es sich angeschaut haben. Sie haben es, Zitat, Anfang. Es war ein komplettes Desaster. Also, geben Sie zu, dass Sie abgelenkt waren? Sie können mich nicht austricksen mit Ihrem unhöflichen Anwaltsgelaber hier. Ich bin einer der Professionellen hier. Ich kann sogar Multitasking hier. Ich kann TV schauen und den Foyer beobachten zum selben Zeitpunkt. Das Einzige, wo Mr. Filch behaupten kann, dass er ein Profi wäre, ist professioneller Diebstahl. Mr. Justice. Sie möchten also dem Gericht glauben machen, dass dieser Zeuge abgelenkt war? Das ist korrekt. Er behauptet, dass er Fernsehen gesehen hat und den Foyer zum gleichen Zeitpunkt im Auge behielt. Aber das ist nichts anderes als eine Lüge. Also eine kahle Lüge. Kahl, sagen Sie? Aber ich bin nicht derjenige, der lügt. Vielleicht meinen Sie den Zeugen, Mr. Justice? In diesem Fall, bitte zeigen Sie uns Beweise. Sie behaupten, Mr. Filch hätte gelogen, dass er Fernsehen geschaut hat und den Foyer zum gleichen Zeitpunkt im Auge behielt. Jetzt beweisen Sie es. Das dürfte einfach sein. Ich schaue mir mal das Foyer-Diagramm an und aha. Dürfte, also wenn er wirklich TV geschaut hat, dürfte das eigentlich nicht möglich sein. Es sei denn, er hat super Augen, wie so ein Chamäleon. Okay, probieren wir es mal damit. Nimm das! Schauen Sie sich an, wie der Fernseher ausgerichtet ist in diesem Diagramm. Nun, solange Mr. Filch nicht Augen hat, dort wo sein rechtes Ohr sein sollte.
würde ich sagen, dass es unmöglich ist, den Foyer und den Fernseher gleichzeitig anzuschauen. Ja, Sie haben recht. Jemand, der Fernsehen schaut, könnte unmöglich den Eingang im Auge behalten. Ganz genau. Und das bedeutet, Mr. Filch, Sie waren abgelenkt und haben nicht den Eingang des Foyers behauptet, wie Sie behauptet haben. Der Sack ist aus der Katze. Ich meine, andersherum. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Aber Mr. Justice, ist Mr. Filchs weniger ernsthafte Arbeit ethisch relevant zu diesem Fall? Das hat eine sehr große Bedeutung. Denn durch die Tatsache, dass er vom Fernseher abgelenkt war, war es durchaus möglich, dass ein Tenmataro-Verkleider im Foyer war. Objection. Einspruch! Was denn jetzt? Ich gebe zu, dieser Tanuki hat seine Arbeit vernachlässigt. Aber er hatte trotzdem immer noch den Foyer-Eingang im Auge. Worüber reden Sie? Das. Ich bin kein Gedächtnisleser. Ah! Nochmal kurz schauen, ob ich das richtig übersetze. Ach so, der Hörsinn. Seine Augen magen vielleicht abgelenkt sein, aber seine Ohren konnten immer noch gut arbeiten. Richtig, Tanuki? Das waren Sie? Ich meine, ja, das haben Sie. Aber Sie haben schon zugegeben, abgelenkt worden zu sein. Jetzt wollen Sie sagen, dass Sie es nicht waren? Meine Augen waren vielleicht ein bisschen faul sein, aber meine Ohren nicht. Ich hätte alles im Foyer gehört. Verstehen Sie? Der Flur des Foyers und die Treppe, die gehen halt so creaky und squeaky und sowas, wenn jemand da drauf läuft. Krach, krach, krach. Laut genug, um die Toten zu erwecken. Also behaupten Sie, dass Sie niemanden vorbeilaufen hörten? Yep, meine Ohren haben Vollzeit hier gearbeitet. Also wer ist jetzt der Lüger, hä? Sie die. Und Schister ist, Ganove, okay. Ein lügender Dieb, der mich als Gauner bezeichnet. Warte, gleich habe ich. Achso, das muss der Tiefpunkt eines der Karriere eines Neulings sein. Das muss ich Ihnen schon sagen, Mr. Blackwell, Sir. Sie haben es echt drauf. Ich meine, Sie verpassen überhaupt keine Sache. Um sie dann hier unter den Augen auszupacken. Das ist sogar dunkler als ich. Nur als Warnung, Mr. Filch. Taka hat eine Vorliebe für Tanuki. Sollten Sie noch einmal vor Gericht lügen, könnte es sein, dass Sie sich auf die Menükarte wiederfinden. Bitte, bitte, essen Sie mir nicht, Mr. Taka, Sir! Der Zeuge möge jetzt wahrhaftig aussagen, ansonsten droht eine Strafe durch Vogelangriff.
Und das im Hinterkopf möchte das Gericht eine weitere Aussage vom Zeugen hören. Was wird diese Zeugenaussage bringen? Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.